Willkommen bei uns zu Hause. Frank Duda und ich arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen. Wir sind auch ganz persönlich verbunden. Im Einsatz für unsere Stadt, unser Ruhrgebiet. Wir beide kennen und schätzen diese Region seit unserer Geburt. Und wir wissen, Politik muss sich immer an den Menschen vor Ort orientieren. Sozial und demokratisch. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Wir unterhalten uns ein bisschen. Also über deine Jugend. Wie das über deine Jugend. Meine Jugend lief ja bekanntlich so 300 Meter von hier entfernt. Und als ich eines Nachmittags hier an einem See war, versackte ich immer tiefer rein. Das da war ja See. Noch eine Müllkippe. Das war eine Müllkippe. Ja, aber war da ein See? Ja, nein. Ich hatte gedacht, es hat geregnet und es war Müll. Und ich bin wirklich in den Morast eingesackt und musste meine Eltern wirklich anrufen. Ich wurde langsam panisch. Ja. Und heute ist das ja ein grünes Paradies da drüben. Nee, ja, es war wirklich ich Müllkippe. Und jetzt reden wir über Emscher-Restaurierung und Brückenbau. Ja. Ja. Wann soll das eigentlich fertig sein mit dem Ostbach? Also der Bach wird wieder hochgeholt. Ja. Das heißt, wir haben bald im Stadtgarten auch Wasser. Ja, aber das könnte sich ins nächste Jahr hinziehen. Weil wir müssen erstmal den Bach noch umlegen. Und vor allen Dingen, wir hängen an dem Hauptwasserkanal. Ich vermute mal, dass wir so eine Form von Spatenstich für die Herrichtung in diesem Herbst machen. Toll. Dass wir bis das letzte Wasser aber läuft, nächstes Super. Jahr ist. Ja? Also für mich ist das ja schöner Erholungsort hier. Ja. Und erholen wollen wir uns aber nicht. Ne? Wir hatten ja gesagt, wir spielen auch noch mal eine Runde Tischtennis. Du hast einen Profischläger und ich habe irgendwo einen im Keller gefunden. Selbst aber schuld. Ich will das mich nicht schon vorab entschuldigen. Das Prinzip der Eigenverantwortung. So, Schläger da. Aber ich brauche einen Ball. Das ist das Wichtigste. Den Ball habe ich hier. Zusammenhalt in der Gesellschaft funktioniert nur, wenn man sich engagiert und Verantwortung übernimmt. Vor Ort und international. Das Ruhrgebiet ist ein modernes Stück Deutschland. Herne ist ein starkes Stück Ruhrgebiet. Mitten in Europa. Und dazu tragen viele bei. Sportvereine, Ehrenamtliche, Unternehmer, all die Familien, die hier bei uns ihre Kinder großziehen, ihre Eltern und Großeltern. Menschen, die sich kümmern. Am 26. September kandidiere ich erneut für den Deutschen Bundestag. Digitalisierung, gute Bildung, die Bekämpfung des Klimawandels, die Unterstützung des Ehrenamts, des Handwerks, der Familien und natürlich lebenswerte Städte. Dafür setze ich mich ein. Frank Duda und ich leben gerne in unserer Stadt. Und wir wollen, dass auch die nächsten Generationen noch erleben können, was uns ausmacht. Wandel, Solidarität und Zusammenhalt. Anpacken und dem Ruhrgebiet eine Stimme geben. Das will ich auch in Zukunft.